Willkommen im Video Einsatz von Technologien im Unterricht mit dem Fokus auf didaktische Methoden. In den nächsten Minuten stelle ich Ihnen aus der Fülle von verfügbaren Methoden drei ausgewählte vor, die Ihnen Anstöße für den eigenen Unterricht geben sollen. Unterrichtsmethoden gibt es bekanntlich viele, ob mit oder ohne Technologieeinsatz. Sie können im Unterricht zum Beispiel Folgendes tun: einen klassischen Lehrvortrag halten, eine Selbstlernaktivität aufgeben, kooperatives Lernen mit Hilfe von Paar- und Gruppenarbeiten anregen, Lernzielkontrollen sowie Tests durchführen und vieles mehr. Für alle diese Methoden gibt es gewissermaßen konventionelle, manche würden sagen traditionelle Varianten und jene mit digitalen Medien. Dieses Video ist kein Plädoyer für oder gegen digitale Medien im Unterricht. Ich möchte Ihnen lediglich ein paar Szenarien vorstellen, die sich heute mit digitalen Medien realisieren lassen und Ihnen so Ideen mit auf den Weg geben. Die Entscheidung, welche Methode zu welchem Lerninhalt und Lernziel passt, aber auch ob und wie Sie diese Methoden mit Technologieeinsatz umsetzen, obliegt Ihnen. Und natürlich den Rahmenbedingungen, die Sie an Ihrer Bildungsinstitution vorfinden. Ein ideales Lernarrangement für eine Zielgruppe zu erstellen, ist immer eine Herausforderung, die sich zuerst zentralen didaktischen Fragen widmen muss. Erst nachdem Zielgruppe, Inhalte und Lernziele klar definiert sind, sollte man sich Gedanken um dazu passende Lernmethoden und erst zum Schluss um die Art des Mediums machen. Schauen wir uns jetzt einmal drei Lernszenarien an und welche Methoden sich hier mit digitalen Medien umsetzen lassen. Szenario 1. Sie beginnen ein neues Unterrichtsthema und möchten das Vorwissen Ihrer Lernenden erfassen, um an diesem sinnvoll anknüpfen zu können und die Gruppe gleichzeitig neugierig auf den neuen Inhalt zu machen. In einem Setting ohne Technologieeinsatz lassen Sie dafür vielleicht einige Gruppen gemeinsam mit Stift und Papier arbeiten, eine Mindmap zeichnen oder eine Begriffssammlung an die Tafel schreiben. Diese Art von Pen and Paper Brainstorming eignet sich gut, lässt sich aber auch mit digitalen Tools im Web realisieren und wird so zum Online-Cyberstorming. Um entweder während des Unterrichts oder von zu Hause aus kollaborativ und in Echtzeit an einem Dokument zu arbeiten und Ideen zu dokumentieren, können zum Beispiel virtuelle Tafeln wie das Etherpad ZoomPad oder die digitale Pinnwand Padlet eingesetzt werden. Mit Hilfe von Word-Cloud-Generatoren wie AnswerGarden können häufig genannte Begriffe schnell und unkompliziert gesammelt und auf Basis einer Frequenzanalyse sofort visualisiert werden. Diese browserbasierten Werkzeuge funktionieren in der Regel ohne Anmeldung, zumindest für die Lernenden, sind kostenlos und lassen sich schnell und intuitiv einrichten. Warum ich digitale Whiteboards oder Schlagwortwolken gerne einsetze? Als Lehrperson habe ich so gleich alle Ergebnisse dokumentiert und muss mir keine Gedanken mehr um Fotoprotokolle oder eingesammelte Unterlagen machen. Die grafische Darstellung zeigt mir, welche Begriffe bekannt sind und wo vielleicht Lücken existieren. Und meinen Lernenden gebe ich so mit auf den Weg, dass Brainstorming Spaß machen kann und die Ergebnisse sofort in Echtzeit sichtbar werden. Diese Tools lassen sich übrigens auch nach einer Unterrichtslektion als Verständnisüberprüfung einsetzen, zum Sammeln von Begriffen als Wortschatzübung im Sprachunterricht oder zur Themenfindung für einen Aufsatz bzw. eine Präsentation. Szenario 2. Sie möchten eine Lernzielkontrolle einrichten, die Ihren Schülerinnen und Schülern Auskunft darüber geben soll, wie gut sie die Lerninhalte schon beherrschen. Ihnen wiederum soll diese Lernzielkontrolle die Entscheidung erleichtern, welche Lerninhalte Sie noch einmal genauer wiederholen sollten, um den Lernerfolg zu begünstigen. In einem konventionellen Setting setzen Sie hier wahrscheinlich unterschiedliche Fragetypen ein, die Sie auf einem Arbeitsblatt gedruckt für den Unterricht oder als Hausübung austeilen. Das können nun Multiple-Choice-Fragen sein, eine Lückentextaufgabe oder Wahr-Falsch-Fragen. Das Feedback von Ihnen kommt hier meistens zeitversetzt, entweder als gemeinsame Reflexion über die Antworten im Unterricht oder als individuelles Feedback und Korrektur am Papier.
Die gleichen Fragetypen können Sie jedoch auch mit Hilfe eines Quiz oder Tests auf einer Lernmanagement-Plattform wie Moodle oder LMS.at umsetzen. Das Feedback erfolgt dort sofort und die Lernenden können autonom entscheiden, wann und wie oft sie die Lernzielkontrolle absolvieren möchten. Alternativ haben Sie vielleicht schon von sogenannten Gamification-Ansätzen im Unterricht gehört, womit Spieldesign-Prinzipien Lernende motiviert werden sollen. Eine der bekanntesten Apps in diesem Kontext ist wohl Kahoot, ein interaktives Quiz-Tool, das im Unterricht von der Lehrkraft über einen Beamer an die Wand projiziert wird. Schülerinnen und Schüler antworten via mobiler Endgeräte und treten entweder individuell gegeneinander an oder als Teams. Ähnlich aufgebaut ist das Tool Quizzes, das sich auch für Übungen zu Hause eignet. Für beide Applikationen müssen sich ebenfalls nur die Lehrpersonen registrieren. Die Lernenden steigen mit einem Gamecode über den Browser ein und beantworten Multiple-Choice-Fragen, die ihnen helfen, Punkte zu sammeln. So kann Wissen einfach und schnell überprüft werden. Auch ein Rollentausch kann didaktisch sinnvoll sein. Lassen Sie doch einmal Ihre Lernenden die Quizfragen erstellen und stellen Sie so das Lernen auf den Kopf. Das Lernen auf den Kopf stellen, das ist auch schon das Stichwort für mein drittes Szenario. Stellen Sie sich vor, Sie haben komplexe oder umfangreiche Lerninhalte, die Sie vermitteln müssen und bei denen erfahrungsgemäß immer viele Fragen oder Unklarheiten auftreten. Oder Sie haben Lernstoff, der viel Übung erfordert, um ein Lernziel zu erreichen. In einem konventionellen Unterrichtssetting halten Sie hier einen Lehrvortrag und geben Übungen als Hausübung auf, wobei die Phasen der Übung oft zu kurz kommen und Lernende damit mehr oder weniger allein gelassen werden. Warum aber auch nicht das einmal auf den Kopf stellen, also flippen, wie man auf Englisch sagt? Die Flipped Classroom-Methode dreht den traditionellen Unterricht um, sodass die Erarbeitung eines Themas oder Stoffes außerhalb des Unterrichts stattfindet. Wissensvermittlung passiert so zu Hause mit Hilfe von Lernvideos oder Screencasts. Das sind Erklärvideos, die eine Bildschirmaktivität aufzeichnen. So bekommen Lernende den Input zu Hause, und zwar genau dann, wenn sie aufnahmefähig und aufnahmebereit sind. Sie können sich die Videos im eigenen Tempo, wann und wo sie möchten, ansehen und so oft wie nötig stoppen, zurückspulen oder ganz wiederholen. Die Unterrichtsstunde wird dann als Übungsphase genutzt. Es kann im Stationenbetrieb gearbeitet werden, mit oder ohne digitale Tools. Und Sie als Lehrperson nehmen die Rolle eines Coaches ein, der individuell unterstützen kann. Das fördert nicht nur die Motivation der Lernenden, sondern verändert auch den Unterrichtsraum. Der klassische Frontalunterricht mit einer eher passiven Rolle der Lernenden wird ersetzt durch einen aktiven Lernort, der das Vertiefen von Inhalten und Übungen mit Methodenvielfalt ins Zentrum stellt. Für die individuelle Vorbereitungsphase zu Hause erstellen Lehrpersonen Inhalte als Videos oder Audiodateien. Natürlich können bereits vorhandene Inhalte unter Berücksichtigung urheberrechtlicher Aspekte dafür herangezogen werden. Hier bietet es sich an, auf die Suche nach Open Educational Resources zu gehen, also Lernmaterialien, die frei verfügbar sind und verwendet werden dürfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, ob steinzeitliche Höhlenmalereien, klassische gedruckte Lehr- und Schulbücher, heute weitgehend ausgediente Overhead-Folien oder computergestützte Lernprogramme. Lernen und Lernen fand natürlich schon immer mit Hilfe von Medien statt. Lernen im 21. Jahrhundert wird oft als das Lernen mit neuen oder digitalen Medien bezeichnet. Mit vielen Hoffnungen, aber auch Ängsten. Der Einsatz von digitalen Medien bedingt allerdings nicht zwingend digitale Methoden. Vielmehr eröffnen digitale Medien neue Wege, um bereits bekannte Methoden anders umzusetzen. Selbst der Flipped Classroom ist per se nicht neu, nur die Umsetzung mit Lernvideos kann als neuartig gesehen werden. Die Vorstellung von drei ausgewählten Methoden erhebt hier selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, noch soll es um eine Wertung der Methoden gehen. Vielmehr haben Sie jetzt hoffentlich neue Ideen für Ihren eigenen Unterricht gewonnen, gemeinsam mit ein paar namentlich genannten Tools, die derzeit eingesetzt werden. Die Landschaft der digitalen Tools verändert sich jedoch schnell. Was heute noch frei verfügbar und kostenlos ist,
kann morgen schon einem teuren Lizenzmodell zum Opfer gefallen sein oder nicht mehr von den Anbietern weiterentwickelt werden. Die genannten Anwendungen verstehen sich deshalb nur als Beispiele. In der Praxis werden Ihnen diverse digitale Werkzeugkisten oder Methodenpools genauer Aufschluss darüber geben können, was gerade wo in Verwendung ist und welche Stärken und Schwächen die einzelnen Tools haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Erkunden und Ausprobieren!